Ein paar Äste und ein Dach aus Schilfmatten. So sieht dort eine Kirche aus oder auch eine Grundschule. Pfarrer Emanuel Savadogo wurde von der Kirche und dem Staat beauftragt, in der Diözese Kaya ein funktionierendes Bildungssystem aufzubauen. Eine Herkulesaufgabe. Burkina Faso ist eines der ärmsten Länder der Welt. Es liegt in der Sahelzone. Etwa 3 Monate ist Regenzeit, den Rest des Jahres kämpfen die Menschen mit Trockenheit, Dürre, Hitze, Hungersnöten. In Jettingen ist es jetzt eisig kalt. Im Büro des Bürgermeisters werden Pläne geschmiedet. 14 Gemeindemitglieder wollen im Februar nach Burkina Faso fliegen und Pfarrer Emanuel besuchen. Denn seit 2 Jahren sammeln sie Spenden für ihn und seine Heimat. Er meldet sich per Telefon, um das Besuchsprogramm zu besprechen. Die Jettinger haben den 47-jährigen Afrikaner, der 4 Jahre lang ihr Pfarrer war und Schwung in die Gemeinde gebracht hat, ins Herz geschlossen. Der hat eine unheimlich starke Ausstrahlung, dieser Pfarrer Emanuel. Und er hatte dann bei uns im Franziskushaus so eine Einführung gegeben von ihm mit Text und Bildbeiträgen. Da hatte ich meine kleine Tochter mit dabei. Wir sind dann relativ spät gekommen und er hat uns dann den Platz direkt bei sich angeboten. Und es war dann so interessant und da haben wir uns einfach für ihn als Mensch und für seine Sache interessiert. Ich habe Emanuel kennengelernt, da ist in Jettingen eine Trommelgruppe oder Trommelkurs ausgeschrieben worden von ihm. Und da haben wir gedacht, das mache ich mit, das hat mir schon lange mal gefallen. Und das war dann praktisch 3 Jahre lang das Trommeln. Und wir sind da so gute Freunde geworden, dass mich einfach auf andere Sachen interessiert hat, was er sonst macht. Das hat mir dann mitgekriegt mit seiner Bildungsarbeit und deswegen bin ich eigentlich dabei. Kurz vor seiner Rückkehr nach Afrika wurde der Förderverein Kaya Emanuel gegründet. Spenden gesammelt, sodass er einen ganzen Container voll mitnehmen konnte. Computer, Nähmaschinen, Möbel, Geschirr, sogar ein Auto haben die Bürger und örtliche Firmen gespendet. Ich habe 27 katholische Einrichtungen, schulische Einrichtungen zu leiten. Und die Spenden haben zuerst mal die Fortbildung, die Lehrerversammlungen finanziert und unterstützt in vielen Bereichen, zum Beispiel Essen und Fortbildungen vor Ort in den Schulen zu führen. Und auch Bildungsmaterial habe ich von Jettingen bekommen für meine Mitarbeiter. Die Spendengelder haben hier vor Ort gewirkt. 80% der Burkiner sind Analphabeten. Nur etwa 5% der Kinder werden eingeschult, denn die meisten Eltern können das Schulgeld nicht aufbringen. Und die Kinder, die zur Schule gehen, müssen bis zu 15 Kilometer täglich dorthin laufen. Helfen könnte man an allen Ecken und Enden. Es ist ein sehr offenes Volk, es ist ein trotz dieser schwierigen Situation doch ein fröhliches Volk. Und diese Fröhlichkeit, auch dieses Miteinander, auch dieses Offene, auch dieses Kameradschaftliche, das haben wir erlebt und das haben wir verspürt. Und das ist natürlich noch das eine, dass man dann noch schwieriger das wird, weil man ja merkt, dass hier eine Freude da ist, aber dass natürlich auch ganz, ganz, ganz dringend Hilfe notwendig ist. Anni Gai hatte die Hilfsaktion ins Rollen gebracht und Pfarrer Emanuel 1 Jahr später auch besucht, um sich vor Ort ein Bild zu machen. Als sie im Sommer 2012 plötzlich verstarb, war der Schock groß. Doch die Arbeit des Fördervereins sollte weitergehen, da waren sich alle einig. Ganz am Anfang haben wir natürlich dem Pfarrer Emanuel einfach einmal Geld geschickt, damit er Arbeitsmaterial beschaffen kann, damit er, was dann als erstes anstand, die erste Lehrerversammlung einberufen konnte, was ja sehr wichtig ist, weil es ist da unten bis zu dem Zeitpunkt überhaupt nichts durchorganisiert gewesen. Es musste alles koordiniert werden, es musste eine Struktur reingebracht werden. Und da musste er natürlich seine circa 100 Lehrer, alle aus 18.000 Quadratkilometern, einladen. Die müssen natürlich beherbergt werden, es kostet einfach Geld. Als dann eine Hungersnot herrschte, finanzierte der Förderverein auch Schulspeisungen. 40.000 Euro kamen in den 2 Jahren zusammen. Durch Spendenbriefe, einen Kalenderverkauf oder auch eine Schrottsammlung. Nicht nur der Förderverein, sondern auch örtliche Vereine und Firmen halfen mit, das Leben der Burkiner ein wenig zu verbessern. Bildung und Wasser sind kostbare Güter in Burkina Faso.
Die Frauen laufen täglich mehrmals kilometerweit, um das Wasser zu holen. Mit Spenden aus Jettingen konnte in Gofila, dem Heimatort von Pfarrer Emanuel, ein Brunnen gebaut werden. Die Hilfe aus Deutschland kommt 1:1 und direkt bei den Menschen an. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den auch hier die ganzen Bürger aus der Marktgemeinde so sehen und deswegen auch ihre Unterstützung hier zu dem Projekt beitragen. Es geht alles sehr schnell auf kurzem Wege. Es sind keine Verwaltungs- oder Vertriebs- oder Werbekosten. Das ganze Geld, das gespendet oder gesammelt wird, kommt wirklich im direkten Zweck zur Verfügung. Auch die Pfarrei Jettingen hat tief in den Spendenbeutel gegriffen und 25.000 Euro für den Neubau einer Kirche in Gofila gegeben. Das Grundstück stellte der Dorfälteste, ein Muslim, zur Verfügung. Das Zusammenleben zwischen Christen und Muslimen klappt hier bestens. In der Dorfgemeinschaft helfen alle zusammen. Im Februar nun wird die Kirche feierlich geweiht. Und da wollen auch 14 Jettinger mit dabei sein. Denn Pfarrer Emanuel hat ihren Ort verändert. Er hat ihn dahingehend verändert, dass er vielen die Augen geöffnet hat, wie notwendig es ist, Menschen in der dritten Welt oder Menschen zu unterstützen, die nicht in der glücklichen Lage sind, wie wir in einer Landschaft zu leben, wo alles in Fülle da ist. Und ich bin da sehr dankbar. Ich bin aber auch meinen Mitbürgerinnen und Mitbürgern mehr wie dankbar, dass sie das angenommen haben und eine riesengroße Bereitschaft zum Helfen entwickelt haben. Das war eine schöne Zeit. Ist immer noch eine schöne Zeit für mich. Ich habe also einen positiven Eindruck von den Deutschen bekommen, wie aufgeschlossen die Schwaben sind. Und sie haben mich sehr gut angenommen, aufgenommen und meine Heimat also entdeckt und kennengelernt und auch unterstützt. Und so ist diese Verbindung inzwischen viel mehr als die zwischen einem, der hilft, und einem, dem geholfen wird. Mehr als christliche Nächstenliebe und Dankbarkeit. Es ist eine ungewöhnliche Freundschaft entstanden.